gladiators take the stage. Es war ein wichtiger, es war ein geschichtsträchtiger Sieg des SCR Altach in Graz gegen den SK Sturm. Es gibt einiges Positives zu berichten und das machen wir heute mit unserem Sky-Experten Manuel Ortlechner. Hallo. Servus. Hi. Seit 1967 ist es keiner Mannschaft aus Vorarlberg gelungen, in Graz zu gewinnen. Hast du damit gerechnet, dass Altach das diesmal schafft? Zeit ist worden, würde ich sagen. Ob ich damit gerechnet habe, ich sage immer wieder, auch im Ausblick auf Spiele von Altach, dass die ganz schwer einzuschätzen sind, weil sie einfach unfassbare Offensivstärke mitbringen in der Liga. Das war auch jetzt wieder der Fall. Also die Offensive, auch die Tore, die man zu sehen bekommt dann in der Zusammenfassung, das ist wieder ganz was Feines dabei. Und ich finde, haben wir eine tadellose Leistung geboten gegen einen Gegner, der eigentlich die letzten Wochen ziemlich in die Spur gefunden hat und auch eine gewisse Konstanz an den Tag gelegt hat. Darum finde ich, es war eine sehr reife Leistung und mittlerweile darf man auch wieder auf die Tabelle blicken. Ja, das ist ein Stichwort, dann machen wir das. Ja. Das Feld in der Tabelle da hinten, das so eng zusammengerückt ist, ja, da hat man ganz wichtige 3 Punkte mitgenommen. Man wird nicht am letzten Platz überwintern, das ist schon einmal klar und man hat ein wenig Luft erhalten. Absolut. Es wird sie wahrscheinlich jetzt zwar nach oben immer ausgehen in Richtung Meistergruppe, das ist auch den meisten klar. Aber viel wichtiger, glaube ich, ist der Abstand zum letzten Tabellenplatz hin und auch jetzt, was man mitnimmt fürs Frühjahr. Und man weiß ja auch, dass da sehr, sehr viel Personal auch nachrücken wird, ohne dass man überhaupt Neuverpflichtungen eingehen muss. Also ich sage mal, dieser Sieg am Wochenende war sehr wichtig, weil auch viel neues, junges Personal gespielt hat. Ja, dann schauen wir noch einmal auf diesen Sieg. Martin Konrad blickt für uns noch einmal zurück. Seltener Jubel beim SC Rheindorf Altach. Ein Auswärtssieg und das noch dazu sensationell in Graz beim SK Sturm. Dabei war der Beginn für die Steirer optimal. 3. Spielminute, Janča nach Zuspiel von Barley völlig allein, lässt Cobras keine Abwehrmöglichkeit. Das 1:0 für den SK Sturm. Nach über 3 Monaten Janča wieder in der Startformation und dann gleich das Führungstor. Altach in der zweiten Hälfte dann mit der ersten großen Ausgleichsmöglichkeit durch Sidney Sam. Aluminium rettet Sturm vorerst. Danach klingelt es aber im Kasten von Jörg Siebenhandel. Sehr schön herausgespielter Angriff. Berisha und dann ist es Gebauer mit dem 1:1 in der 62. Minute. Berisha mit dem Außenriss und Christian Gebauer ebenfalls keine Abwehrmöglichkeit mehr für Siebenhandel. Dann Kitaishvili, wenige Augenblicke später mit der Chance auf die erneute Führung, aber Cobras hält. Und in der Nachspielzeit dann das sensationelle Siegtor für die Altacher. Wieder Schreiner, wieder über die linke Seite, der eingewechselte Nussbaumer auf Sidney Sam und der mit dem trockenen Schuss zum 2:1 Auswärtssieg für den SC Rheindorf Altach. Der 2. Auswärtssieg erst für die Rheindörfler und für die Grazer im letzten Auftritt 2019 eine ganz bittere Heimniederlage. Ja, jetzt ist man mit einem Rückstand in dieses Spiel gestartet, hat dann im Grunde das ganze Spiel, das Restliche in der Hand gehabt. Die Reaktion, die war natürlich dann stark der Mannschaft. Was ein verdienter Sieg am Ende. Ja, also die erste Halbzeit hat offensiv nicht sehr viel gebracht. Da gab es so gut wie keinen Torschuss auf beiden Seiten. Es ist halt das eine Tor gefallen, ja, aber das hat die Altacher nicht wirklich aus dem Konzept gebracht. Viel spannender war die zweite Halbzeit, wobei da muss man auch fairerweise sagen, Sturm Graz kam etwas besser ins Spiel auch rein. Aber dann, denke ich, hat Altach wieder gezeigt, warum die ja in der Offensive über so viel Qualität auch verfügen. Dieses Tor ist für mich jetzt schon wieder das Tor der Runde von Gebauer. Der hat ein ähnlich lässiges Tor ja auch schon erzielt, kann ich mich noch erinnern, in Tirol. Also der ist schon auch der Mann für besondere Momente. Ja, und auch der Trainer Alex Pastor, den hat auch wenig aus dem Konzept gebracht. Schon gar nicht die tiefstehende Sonne in Graz. Man in Black, James Bond, suchst du aus. Wobei ich mich frage, wieso machen das nicht mehr Trainer? Ist ja total praktisch, sonst steht jeder immer so da. Ja, ich glaube, dass auch kein Thema ist, wenn man so eine Brille trägt, wenn die Sonne so tief steht. Also ich weiß nicht, ob es da Vorschriften gibt von der Bundesliga, kann mich aber nicht erinnern. Modische wird es auch keine geben, also das kann man ruhig machen. Ja, und schöne Bilder natürlich auch nach dem Spiel, da die Mannschaft noch einmal posiert vor den mitgereisten Altacher Fans. Ja, historisches Foto ist ja eh klar. Und absolut. Darf man ruhig machen. Auch die Auswärtsfans haben ja auch eine lange Strecke da zu bewältigen. Ja, die Altach ist sowieso unglaublich. Ja. Die Kilometerfresser der Liga.
die Fans, die müssen da wirklich viel, viel in Kauf nehmen, ja, um der Mannschaft. Dick und dünn für die Mannschaft und die haben da ein bisschen was zurückgegeben und mit den Fans dann auch gefeiert. Schöne Bilder. Ja, dementsprechend happy waren nicht nur die Fans, sondern auch Spieler und Trainer. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir heute hier gewinnen wollen. Wir haben uns gegenseitig gepusht und ja, wir haben einfach auch super Fußball gespielt heute, muss man ehrlich sagen. Wir haben den Ball laufen lassen, wir waren die bessere Mannschaft. Klar war es ein enges Spiel, aber wir hatten auch die eine oder andere Chance noch. Und ja, somit haben wir uns, denke ich, den Sieg verdient. Wir sind in einer scheiß Phase drin gewesen. Wir haben uns dort gegen den WRC auch ausgeschossen, kann ich jetzt mal sagen. Und ja, heute gegen Sturm Graz haben wir es eigentlich sehr, sehr gut gespielt und kompakt gut verteidigt. Und es war eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Sturm Graz hat nur auf uns gewartet. Wir haben das Spiel dominiert. Und ja, dann sitzt man auf der Bank auch mit dem Trainerteam. Ja, was soll man dann? Weil wir können, wenn wir gut, so gut spielen, nicht sagen, gib den Ball an Sturm Graz und dann selber abwarten. Na, Sydney Sam, den haben wir gesehen, den haben wir gehört. Der Bursche wird immer besser, hat schon 2 Tore erzielt. Was ist von dem zu erwarten, wenn er dann die ganze Wintervorbereitung noch mitmacht? Noch enger an die Mannschaft? Ich denke, ähnliches wie jetzt auch schon. Und der hat die letzten 2-3 Wochen wieder voll in die Spur zurückgefunden, dass er ein sehr talentierter, guter Fußballer ist. Das steht, glaube ich, auch außer Frage. Bei ihm war einfach nur wichtig, dass er die körperlichen Defizite aufholt, nachholt, voll fit ist. Man merkt auch an den Aussagen und Interviews, dass er sich irgendwo auch pudelwohl fühlt dort. Er sieht vielleicht auch seine letzte Chance, nochmal im Profifußball so eine Art Duftmarke zu hinterlassen. Vielleicht will er sich auch nochmal verändern dann mit der Hilfe von guten Leistungen in Alltag. Also so wirkt es auf mich gerade etwas. Aber ich denke, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Ja, Meilinger und Netzer, die Langzeitverletzten, die sind auch auf dem Weg zurück. Was kommt da noch extra an Qualität? Schaut alles sehr gut aus fürs Frühjahr schon. Ja, speziell auch für den Trainer natürlich. Der kann aus dem Vollen schöpfen. Und dann hat man auch gehört, dass vielleicht der ein oder andere Neuzugang passieren sollte im Winter. Dann, glaube ich, sieht man den Alltag, so wie es sich vielleicht auch schon ab Sommer erwartet hätte. Also ich bin schon der Meinung, dass die in der Mannschaft sehr viel Potenzial steckt. Und jetzt finden sie auch wieder eine gewisse Selbstsicherheit in ihrem Spiel. Auch, ich finde es auch gut, dass der Trainer sagt, nein, es ist nicht unser Spiel, den Ball dem Gegner zu überlassen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen selber die Kontrolle übernehmen. Und ich glaube, das liegt den Spielertypen auch sehr. Ja, und die beiden eben, Meilinger und Netzer, die kommen zurück, die sind noch in der Reha. Markus Klimmer hat die beiden besucht. Durchbeißen, an die Grenzen gehen und darüber hinaus. Und Geduld, viel Geduld. Darauf kommt es an. Natürlich schwierig, es geht sehr langsam dahin. Ich hab, glaube ich, 8 Wochen einen Gips gehabt, 5 Wochen einen Gips über den ganzen Fuß. Und ja, dann kriegt man mal den langen Gips wieder runter und muss man wieder trainieren, das Knie überhaupt wieder voll zu beugen. Und die ganzen Sachen, das steht dann im Vordergrund. Und ja, nach 3 Wochen später habe ich dann gar keinen Gips mehr gehabt und ja, dann hast du wieder Muskelaufbau. Die Muskeln waren komplett weg und da muss man schön wieder probieren, einem die Muskeln langsam aufzubauen und ich denke, das funktioniert ganz gut. Immer und immer wieder diesen inneren Schweinehund überwinden und volle Konzentration. Nur keine falschen Bewegungen. Ich denke, dass die Muskulatur auch richtig wichtig ist, auch rund um die Hüfte, dass man dort stabil ist, dass vielleicht auch nicht zu viel Druck auf die Hüfte kommt, auch in Zukunft. Und ja, Beintraining, Rumpftraining, Oberkörpertraining, das, was ein Sportler eben braucht, um im Zweikampf zu bestehen. Philipp Netzer. Seine Verletzung ist nicht eine wie jede andere. Das Problem ist, dass es nicht greifbar ist, wie er selbst sagt. Reißt ein Band, ist alles klar. So aber nicht. Ja, passiert ist schon längere Zeit etwas, so wie es mir der Arzt erklärt hat. Es hat sich einfach am Hüftkopf am Knochen zusätzlich noch etwas Knochen gebildet. Dieser hat dann einfach gestört bei jeder Bewegung, wenn ich das Bein gehoben habe, wenn ich es verdreht habe, hat das quasi immer daran an der Hüftpfanne gerieben. Das hat man jetzt entfernt, das hat man weggefräst, jetzt soll es wieder passen. Doch der Knochen braucht 3 bis 4 Monate Zeit, um zu verheilen. Und so arbeitet Philipp Netzer an seinem Comeback. Zusammen mit Leidensgenosse Marco Meilinger. Im Pipo hat mir immer Spaß, egal ob es ein hartes Training oder ist oder nicht so ein hartes Training. Und ich glaube, wir verstehen uns gut auf dem Platz sowie außerhalb vom Platz. Und ja, wir schauen auch immer, dass wir die Trainings so gut wie möglich zusammen absolvieren können. Und
Da macht es natürlich dann noch mehr Spaß, als wie alleine die Reha zu machen. Positiv bleiben, was bleibt ihm auch übrig? Ein glatter Durchbruch des Schienbeins. Zugezogen hier im Spiel gegen Hartberg in Runde 4. Ich habe gleich gemerkt, es ist irgendwas Schlimmeres, als ich habe das kleine Gefühl gehabt. Ich muss auch sagen, ich bin bis jetzt auch von schweren Verletzungen verschont gewesen, aber da habe ich gleich gemerkt, dass da irgendwas kaputt ist und ja, das hat sich dann im Krankenhaus leider bestätigt. 9, 8. Und so heißt es durchhalten, bei dieser Übung und generell in der Reha. Anfang 2020 winkt die Rückkehr auf den Platz für Marco Meilinger und Philipp Netzer. Sie werden schmerzlich vermisst. Ja, und wenigstens kommt kein neuer Verletzter dazu. Mergin Berischer, der ist ja umgeknickt im Spiel gegen den SK Sturm. Ganz aktuell, es soll keine ganz schlimme Verletzung sein. Also bändermäßig und vom Knöchel her alles soweit okay. Ein Spiel gibt's noch vor der Winterpause, und zwar auswärts beim SKN St. Pölten. Da heißt es dann nachlegen, bestätigen. Ja, da gab es ja schon ein ganz interessantes Hinspiel, wenn wir uns alle recht erinnern können, ein sehr torreiches Spiel. Jetzt bin ich natürlich gespannt, weil die St. Pöltener sich auch, finde ich, jetzt anders auch präsentieren, wie vielleicht noch vor einigen Wochen noch. Sie wirken um einiges auch gefestigter und kompakter, auch unabhängig von dem Ergebnis am Wochenende. Das wird ein sehr spannendes Spiel, eine sehr harte Nuss, die es zu knacken gilt, eine schwierige Auswärtsfahrt. Ja, brauchen die noch recht viele neue Spieler in Altach jetzt in der Winterübertrittszeit? Ja, das ist eine gute Frage, nachdem viele Spieler jetzt voll eingeschlagen haben. Auch die Jungen haben jetzt überzeugt in den letzten Wochen, egal ob jetzt ein Nussbaum, auch ein Tatarotte, der im Mittelfeld Kilometer abspult, wie wahrscheinlich auch kein Zweiter, oder auch ein Schmiedl jetzt in der Abwehr hat voll zurückgefunden. Es wird trotzdem frisches Blut geben, das tut der Mannschaft sicher gut. Dann kommen auch die Protagonisten aus dem Beitrag noch frisch dazu. Also in Altach, glaube ich, kann man schon positiv in die Zukunft blicken. Otti, vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke auch an Sie fürs Dabeisein. Bitte gerne auch nächste Woche wieder. Wiederschauen.